unserem Jubiläumsvlog heute zeigen wir euch exklusiv, wie dann das tolle Kulturprogramm im Jugend- und Kulturstreamwerk entsteht. Dafür gibt es einen Mann, der sitzt hier. Achtung, willkommen. Wo ist er? Tari? Erzähl mal, wie funktioniert das mit dem Programm hier im Triebwerk? Boah, das Programm ist eine sehr komplizierte Geschichte, kann ich. Am besten sage ich, wie das wirklich funktioniert. Also ich erhebe mich vom Sessel, gehe raus, also ganz das Ritual, ich mache mal Hand auf, ne? Hinstellen und dann wieder die drei Pfeile der Wahrheit. Aha, okay. Und wenn man da so Viere schaut gerade, sieht man die ganzen Bands, die uns geschrieben haben für mich. Aha, okay. Ein Bilderbuch, Bad Religion, Foo Fighters, Kraftklub, Laura Stevenson, James Joyce, Old Flings, ein Acoustic Package. Ja, da sind schon relativ gute Sachen dabei und okay. Ich schau mal, was es wird. Ne? Okay. Weil selber auszuwählen ist ja nicht so einfach. Vor allem auch Anfang Mai wollen wir schon machen, haben wir gesagt. Anfang Mai zum Beispiel, ja. Anfang Mai. Ich schaue von irgendwas, das ich ziehe, nicht bestimmt. Aha, wie machst du das denn? Ich wirf einfach. Also das Schicksal soll schon ein bisschen entscheiden. Ne? Okay. Ich stelle mich hin. Lässt. Okay. Ne? Gut. Ganz aus der Schulter. Ne? Und dann. Was? Ah, okay, das wird. Die Akustik, nein. Die Akustik-Show! Sehr schön. Smager Long Clue und aha, Emma. Mit der Emma. Die Emma, sehr gut. Ausgezeichnet. Die Neustädterin, die nicht einmal 60 ah, Jahre. Das wird eine super Show. Das wird eine super Show. Okay, was machen wir? Machen wir es gleich am ersten Samstag. Das hast du als erstes getroffen. Okay, erster Samstag im Mai, eine Akustik-Show, großartig. So, noch eine Show. Ich werfe eine Feiertagsshow, fix Montag, was sagst du dazu? Ja, sicher, klar. Probieren wir die Foo Fighters zu treffen, ne? Passt, Leibert. Du schaffst das. Die haben uns geschrieben, ne? 28. Das geht. Ja. Und? Na, geh. Okay. Was hast du denn getroffen? Die Laura Stevenson. Das ist aber auch cool. Ja. Kommt ja auch aus Amerika, gell? Ja, es ist. Das gleiche Mann. Sehr gut, ausgezeichnet. Ein Support brauchen wir auch dafür. Geh schon an Support, okay. Für Laura Stevenson, noch eine Best. Was passt denn da? Was können wir probieren? Ja, Bad Religion. Ja. Ein Support Band. Probieren wir? Was kennt man denn noch? Na, schieß auf. Ich probiere Frank Turner zu treffen oder ein Effi, die sind gleich nebeneinander. Effi und Laura Stevenson. Das hört sich gut an. Und was ist wann? Die 18. Ach. Das ist der James Joyce. Na, das ist eine gute Mischung. James Joyce mit Laura Stevenson. Ausgezeichnet. Dann haben wir schon zwei Abende voll. Können wir noch mehr machen? Ja, machen wir noch, oder? Wann Monat? Ein Samstag drauf. Noch ein Samstag, okay. Du, wie viel ist das denn? Das ist dann quasi der 21.05. glaube ich. Okay. Was ist das? Ich probiere es Hip-Hop-mäßig aus dem Treffen. Kraftklub ist ja eher so Hip-Hop. Kraftklub ACDC, hä? Kraftklub ACDC. Geh schon, mach Kraftklub ACDC. Konzentration. Ja, die Nummer 13. Oh, was haben wir da? Das sind die Old Flings. Old Flings? Ah, die haben wir geschrieben, das ist ja ganz spannend. Die lösen sich auch nach der Tour. Aha. Und wollten eine Abschiedstour buchen, das passt eh, oder? Bitte, gut. Nehmen wir auch eine Supportband. Noch eine Supportband. Geht schon schneller her, hast du nicht auf der Zeit? Ja, ja nicht. Ah, was ist das? Nickelback. Nickelback? Na, wie ist das? Die Remedy. Remedy, sehr gut. Noch eine Band? Dann nehmen wir gleich, weil der Sitz steht ja bei Porto Roche auch. Den nehmen wir gleich mit dazu als Support. Okay, gut. Ja. Weil die haben keine Fotos. Die haben einfach keine Bandfotos, aber die haben es auch geschrieben. Das Programm voll? Dann nehmen wir noch eine Band dazu, dann haben wir vier Bands. Vier Bands haben wir schon mal. Probieren wir es. Was ist das denn? Ich schließe auf Bilderbuch, pass auf. Bilderbuch? Ist es? Nicht gewonnen. Einmal daneben. Spiel? Naja, jetzt haben wir zwei Amis und zwei Graser-Bands. International, ohne Ende, großartig. Oder schön, weil keine Kalle, aber. So ist das Programm fertig, oder wie? Nein, ich würde sagen, wir setzen einen drauf und verschenken mit einem Pfeil in einem Raum, weil die restlichen verschiedenen das Triebwerk. Okay. Triebwerk zu verschenken. Gut. Wir verschenken jetzt das Triebwerk. An wen verschenken wir dieses Monat das Triebwerk? Ja, was mit? Wie wär's mit? Vielleicht mit NoFX oder Foo Fighters. Ich glaube, die machen was gut. Die wollen sicher was Lernendes machen. Die haben oder Bad Religion. Ich probiere Bad Religion oder... Bad Religion spielen in der Arena. Stimmt. Aber wenn es da spielen können, dann also, machen wir die Foo Fighters. Ich probiere die Foo Fighters. Wir gehen alle in die Foo Fighters. Geschafft. Und es? Was ist das? Beyond the Rift. Beyond the Rift kriegen das Drehwerk. Sehr gut. Ich viel bin gespannt, was sie drauf machen. Ja, bestimmt was Cooles. An wie vielen Wochen sind das?
Jetzt hast du das geschossen, das Programm, jetzt ist fertig und was passiert jetzt? Dann schnippe ich einmal, dann kommt da bei unserem Wunderwurzler ein Papier raus. Und schau, da stehen alle daneben. Nicht schlecht. So funktioniert das bei uns, ja. Ausgezeichnet, bist du fertig. Kompetente Kulturarbeit im Dritten.